Heute geht es in einer kürzeren Sendung um die Frage, was hat die Verpackung mit der Qualität des Produkts da drin zu tun? Vor allen Dingen bei Kräutern, bei Nahrungsergänzungsmitteln, bei Lebensmitteln. Und es ist wirklich eine ganz verblüffende Erkenntnis, dass ein bestimmtes Glasgefäß, wenn es eine bestimmte Farbe hat, ganz besondere Wirkungen hat. Lassen Sie sich überraschen. Robert Franz, heute bei uns im Gespräch wieder. Danke, dass du gekommen bist ins Studio nach Leipzig. Robert, es geht um das Thema, was hat die Verpackung möglicherweise mit der Qualität, mit der Haltbarkeit von den Stoffen zu tun, die drin sind? Ein spannendes Thema. Wir können an Milch denken, wir können an Alkohol, an Bier denken. Wir denken in diesem Falle hauptsächlich mal an Zusatzstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, ja. Medikamente, Kräuter, Lebensmittel. Was sind da deine Erfahrungen, worauf es gilt zu achten? Denn du hast ja auch viel mit Verpackung zu tun. Du hast auch Hundefutter, was du zum Beispiel herstellst. Und du hast die verschiedensten Dinge. Bevor wir auf ein ganz verblüffendes Thema kommen, was die Farbe mit und Verpackung zu tun hat, sag mal allgemein, worauf achtest du, wenn es um Verpackung geht? Ja, erstmal Verpackung am ökologischen Aspekt. Die Verpackung nicht da, dass ich eine Verpackung, die öfter gebrauchen kann, einfach nicht zur Wegwerfverpackung oder Stoff entstehen. Und zweitens, ich beschäftige mich sowieso mit Kräuter, mit Nahrungsergänzungsmitteln, habe mir immer die Frage gestellt, in was kann man die am besten aufbewahren? Wo bringt es meisten Effekt? Wo entsteht die Strahlung, die die Qualität der Produkte kaputt machen? Und so ich sage, ich habe auch Kräuter, ich habe auch viele Kräuter und dann manche Leute, die Kräuter, die haben verschiedene Aromen, Farben und alles und die werden durch den Lichteffekt, durch das Licht zerstört. Und darum habe ich auch viele Möglichkeiten gesucht, wo kann ich Nahrungsergänzungsmittel rein, wo kann ich Pflanzen verpacken und alles. Und darum bin ich auf da bist du auf was Spezielles. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich will die Spannung noch etwas erhöhen für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Man sagt ja häufig zum Beispiel, stell das und das nicht in die pralle Sonne bei ganz anderen Dingen. Oder schau zu, dass das nicht direkt im Licht steht oder zu warm steht. Das heißt, man sollte schon auch überlegen, wie man auch zu Hause oder im Kühlschrank oder wo auch immer, wenn man einmacht, wenn man Gemüse einmacht oder Obst einmacht, wie hält man es? Ein Beispiel zum Beispiel, ich nehme Leinöl. Die meisten Leute kaufen Leinöl. Leinöl oxidiert 5000 Mal stärker als ein normales Öl. Da stellen Sie einfach die Leinölflasche in der Kühlschranktür. Der Kühlschrank ist kalt, ich mache die Tür auf, sage, was will ich heute essen? Das Leinöl wird von die paar Sekunden, auch wenn es 30 Sekunden dauert, von Kälte wird es warm. Mache ich den Kühlschrank wieder zu. Die nächste, wenn ich fünfmal am Tag den Kühlschrank auf, oxidiert mein Leinöl. Leinöl tut man ganz hin tief im Kühlschrank rein. Ich hole es raus, wenn ich trinken will, und da kommt es wieder zurück. Das sieht man schon bei einem Leinöl. Leinöl sollte gekühlt sein. Ja, genau, Leinöl kühlt. Ist mir völlig neu, wusste ich klar. Nicht. Die halten sie in die Geschäfte einfach. Ich meine, wenn es aufgemacht ist. Solange du nicht aufmachst, ist es in Ordnung. Nein, du aber Flasche. Ein geöffnetes Leinöl ist schon, der Prozess hat begonnen. Sollte und im Kühlschrank genau, und nicht in der Kühlschranktür. Licht fernstehen. Leinöl, die beste Omega-3-Quelle. Darum sage ich, Omega-3 im Verhältnis 4 zu 1. Und jetzt eine Überraschung. Du hast uns was mitgebracht. Genau. Du hast uns was mitgebracht. Eine Untersuchung, wo man eine Tomate in einem normalen durchsichtigen Glas gehabt hat und eine Tomate, ich weiß nicht, wie gut man sehen kann, dass das dunkelviolett ist, bin mir nicht sicher, weil das fast schwarz, im Druck her schwarz, fast schwarz wirkt. Diese Tomate ist ein halbes Jahr frisch geblieben. Ja. Was hat es auf sich mit violettem Glas? Ja, die haben Experimente gemacht, da steht auch dran, der Professor Hugo Nigli, der hat das gemacht. Die haben genommen am 22. Juni, haben sie zwei Gläser genommen. Da sieht man weißes Glas, was die meisten Leute verpacken in weiße Gläser. Warum? Weiße Gläser, die billigsten sind. Die sind auf dem Markt billigsten. Und dann wurde ein violettes Glas, ein Miron-Glas von der Firma Miron genommen. Und wurde am 22.07. waren zwei Tomaten rein. Dann wurden sie einfach hingestellt. Und im Dezember wurde das aufgemacht. Das erste, das weiße Glas, wurde Tomate genommen, war komplett verschimmelt. Weil das weiße Glas die ganzen Strahlen einfach reinlässt. Natürlich hat er auch keine antiseptische Wirkung. In dem Miron-Glas am 22. Januar, das bedeutet 6 Monate später, haben sie die Tomate rausgenommen und war die Tomate rot.
Da sieht man, was so ein violettes Glas bewirkt. Da kann man denken, für die ganzen Kräuterläden, die ganzen Nahrungsmittelhersteller, was es bringen würde, wenn ich ein hochwertiges Produkt haben will. Ich muss mein Produkt schützen und viele Leute geben, ich weiß, für die Verpackung ein paar Cent aus, auch sehr billig, man kriegt das unter die Leute. Mit so einem Mironglas kann ich mein Produkt aufwerten, kann ich die Qualität meines Produktes aufwerten. Und da haben wir viele Haufen Experimente gemacht mit den Gläsern und das violette Glas hat folgende Eigenschaften. Ein normales weißes Glas lässt alle Strahlung, das ganze Strahlungsspektrum rüber, man kann es auch da sehen, da kannst du mal zeigt das Strahlungsspektrum, man sieht, was ein normales Glas und was ein Mironglas, ein violettes Glas durchlässt, genau. Ein weißes Glas lässt alle Strahlen durch und ein Mironglas lässt nur die ultravioletten Strahlen, das ganz da unten rechts, ultravioletten Strahlen und die Infrarotstrahlen. Das bedeutet, wenn ich Kräuter an der Sonne habe, da kommen ja alle Strahlen drauf. Da kann die ultraviolette, die infrarote Strahlung gar nicht antiseptisch wirken, weil das pulverisiert sich. Aber wenn ich ein Glas habe und meine Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel drin habe, das Lichtspektrum gestoppt wird und nur ultraviolett und infrarot, bedeutet, ich habe eine antiseptische Wirkung. Bedeutet, da bilden sich keine Keime und alles. Man tut auch Wasser desinfizieren. Du hast dort einen Ultraviolettgeber, da rinnt das Wasser durch die ultravioletten Strahlen, desinfizieren Wasser. Ist das der Grund, warum du jetzt violette Kleidung anhast? Das ist der Grund, warum habe ich violette Haare. Wahrscheinlich kenne ich mein Gehirn auch nur die Strahlen, die in Ordnung sind. Und ja. Die anderen schädlichen bleiben draußen. Du hast uns noch etwas anderes mitgebracht. Eine Untersuchung, wo drei Gläser gegenübergestellt werden in ihrer Kräuter. Wirkung. Genau. Und zwar ist hier ein violettes Glas, ein braunes Glas und ein durchsichtiges. An der Sonne gestellt, genau. Und es scheint um Schnittlauch zu gehen in diesem Fall. Genau, nach zwei Monaten Schnittlauch gelagert im Glas. Und das im Violetten ist, offenbar sieht man hier, ich weiß nicht, wie gut man es im Bild sehen kann, noch grün. Das in der Mitte im braunen Glas ist so halb-halb und das andere ist fast ausgebleicht. Ja, Bleichung durch die Sonnenstrahlen. Da sieht man, dass in so einem Mironglas eine Top-Qualität habe. Und es geht nicht nur um die Farbe, was ich sowieso bei Kräuter würde ich nur solche Gläser nehmen, sondern es geht auch um den Duft. Die Firma Pro7 hat bei der Sendung Galileo gebracht, ist ein ganz tolles Video auf Pro7. Mach das mal auf, wir gucken nicht richtig rein, sondern wir wollen nur mal zeigen, das soll nur als ein kleiner Hinweis darauf sein, dass es diese Sendung wirklich gegeben hat und dass in einer wissenschaftlichen Fernsehsendung das auch... lass so, kann man es sehen einigermaßen, Jan, geht es gut, super. Ja, jetzt, Lebensmittel. Das reicht schon. Jetzt können wir es ausstellen. Danke sehr. Das war nur mal, dass Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wissen, das ist auch nicht auf Robert Franz' eigenen Mist gewachsen, weil er ja häufig angegriffen wird wegen diesem oder jenem. Robert Franz ist ein Pionier, der mit wachen Sinnen durchs Leben geht und überall merkt, wo sind neue Dinge, wo sind interessante Informationen, die sammelt er. Er ist da ganz unvoreingenommen. Deswegen dieser kurze Ausschnitt, dass Sie wissen, das ist inzwischen auch schon in einem Sender. Ganz tolle Sendung, die haben genommen verschiedene Lebensmittel, die haben sie rein, haben sie gehalten. Und nach 4 Wochen war der andere Knoblauch und die Zwiebel komplett kaputt, verschimmelt und die waren fast wie frisch. Das ist die Frische. Und so wie ich sagte, es wirkt auch mit dem Duft. Die haben zum Beispiel Honig genommen, haben sie verschiedene Arten von Honig, in violetten Glas, im weißen Glas, haben sie zugemacht und die Probanden haben gerochen, haben gesagt, ja, da ist die meiste Geruch drin und alles, haben sie aufgemacht, lilanes Glas. Das heißt, dass wenn ich zum Beispiel, Freunde von mir sind bei Aromatherapie tätig, stellen eigene Dinge her. Es wäre günstiger, dass die gar nicht in braunen Gläschen wären, sondern dass die in lila oder violetten Gläschen wären. Am lila Glas geht es gar nicht vorbei. Du musst auf ein lila Glas, egal ob du Salben, Aromen, allerlei. Naja, aber die meisten, ich sage jetzt keine Produktnamen und du verkaufst sie eh nicht, aber ich will sagen, ich kenne genügend auch sehr renommierte Aromatherapie, Fläschchen und die sind braun, die sind nicht... Ja, ich sagte, warum? Weil das violette Glas halt nicht in so Mengen produziert wird wie das braune Glas. Und ein violettes Glas ist teurer wahrscheinlich. Dreimal teurer, genau. Dreimal teurer. Eben. Aber doppelt genetelt besser, so ist dreimal teurer. Für mich geht es nicht um teuer. Ich mache ein gutes Produkt, was 20, 30 Euro ist, in ein Glas, ob ich jetzt das Glas 50 Cent zahle oder 1,50. Ich glaube, der 1 Euro ist richtig für den Produkt. Das würde der Verbraucher auch zahlen, damit er auch die Inhaltsstoffe bekommt. Es werden Sachen verkauft, die werden irgendwo im Labor geprüft, dann werden sie in Gläser reingeknallt. Beim Verbraucher kommt was anderes an, als was geboten wird. Aber wenn ich mir jetzt überlege, für einen Haushalt, wenn jemand eine kleine Familie hat oder ich bin nur ein Single-Haushalt, habe ab und zu Besuch, wenn ich mir überlege, dass ich das eine oder andere bei mir frisch halten will, sozusagen. Ja. Und bisher habe ich entweder so Plastik, Gläser oder ich habe irgendwelche anderen, Tupperware und verschiedene Sachen.
wo bekomme ich denn überhaupt lila Gläser her? Denn ich sehe jetzt zwar hier auf deren Prospekt von Violettglas, sehe ich zwar verschiedene Flaschen, genau. Ich sehe aber nichts, zum Beispiel, wo ich meine Nudeln oder wo ich was anderes reinfüllen kann wie Gewürze. Ja, für Gewürze, weil, also man kann die großen Apothekerflaschen für Gewürze nehmen, die großen. Diese größeren. Genau, sie haben einen großen Einlass und so, man kann sie nehmen. Und wenn ich aber nehmen wir mal, ich habe Suppe gemacht und will die ein paar Tage halten, weil ich als Single-Haushalt habe häufig, dann koche ich mir Gemüsesuppe und so und esse die nicht, kann nicht dreimal am Tag die essen, sondern das verteile ich auf 3 oder 4 Tage. Weißt du, ob es Violettglas auch sozusagen als richtige Gläser so wie Einmachgläser gibt? In Sachen Lebensmittel, ich bin der Meinung, ich bin mehr so ein Lebensmittel, so der asiatische Typ, kochen, nicht aufbewahren. Da ist der. Aha. Genau. Ja, du, ich höre mir das gerne an. Das geht ja in unserem Gespräch immer darum, dass man was Neues lernt. Das heißt, du rätst dazu lieber gar nicht beim Essen, lieber gar nicht aufbewahren. Wochenweise vorkochen finde ich nicht in Ordnung. Da haben wir ein Experiment gemacht. Das war vor Jahren, haben sie Ratten genommen, haben sie frisches Essen serviert, Essen was 12 Stunden, Essen was 24 Stunden. Die Ratten, was frisches Essen, waren einwandfrei, die was 12 Stunden sind die Haare ausgefallen und die was 24 Stunden sind danach 4-5 Monate gestorben. So, ich weiß nicht, was wir Gutes antun, wenn wir topfweise kochen und da wochenlang halten, weil die Nahrung, aha, genau, die Nahrung degeneriert und bei Ratten, okay, bei Menschen, wir sind halt ein größerer Körper, passiert es nicht so schnell, aber wir tun uns nicht viel, so vorzukochen und die Nahrung, ich weiß, vielleicht ein Gulasch, umso länger jetzt wird es besser, oder Krautwickel, umso länger sie halten, dass das Kraut noch säurer wird und vielleicht besser schmeckt. Aber bei anderen Nahrungsmitteln kochen, verzehren, das ist halt meine Ding da. Ah, das ist mal interessant, da werde ich was lernen, genau. Sozusagen mich selber an der Nase packen, ja, und sagen, aha, da muss ich drauf achten. Weniges mehr und nicht davor kochen und sowas. Ja. Wenn es bei Ratten ist, okay, man kann auf Menschen übertragen, aber die ganzen Leute, ich weiß nicht, was sie nicht gewöhnt haben, kurz mal sich Zeit lassen, 5 Minuten was Frisches zu nehmen und das war's. So, zurück dann zu dem Einsatzgebiet von so, genau, einem violetten Glas. Das heißt, bei Kräutern, bei Nahrungsergänzungsmitteln, genau, bei Medikamenten, dort macht es einen Sinn. Genau, bei Nahrungsergänzungsmitteln habe ich noch keine gesehen, aber bei Kräuter... Naja, OPC ist doch ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja, klar. Aber so wie ich sage, in Kräuterläden, wo man sieht, wo hochwertige Kräuter sind, ja, da sieht man manchmal so Mirongläser und der Verbraucher weiß nicht, was ist da drin, was ist das? Und es geht jetzt noch mal weiter, es geht auch Energie, wir leben auf dieser Welt, es gibt auch verschiedene Energien. Und da haben sie ein Experiment gemacht, man kann den Wert messen, den Bovis-Wert. Bovis bedeutet den Energiefeld, wie viel, ja, Energie ein Produkt hat. Die haben Honig genommen, haben gemessen, der Honig hat gehabt 7000 Bovis-Einheiten, bevor er in der violetten Flasche rein ist. Dann ist der Honig eingefüllt worden in der violetten Flasche, Deckel zu. Glaube mir, 3 bis 4 Stunden war es schon 14.000. Ach. Hat sich potenziert und dann ist 14.000 konstant geblieben. Und in anderen Flaschen degeneriert der Honig von einem Tag auf den anderen. Das wäre auch die Lösung für Honig. In hohenwertigen Honig, in Manuka-Honig oder sowas, was da von Neuseeland kommt, der würde ich in violetten Glas. Was ist Manuka-Honig? Manuka ist eine Art Honig von Neuseeland, ein Highlander Honig, was sehr, sehr gesund ist. Ist auch teurer, 20 Euro, was da so ein Glas kostet. Aber ich sage immer, man muss ist Manuka, Manuka eine Pflanze, von, ja, der, genau, die Bienen dann den Honig machen, sammeln? Und das würde ich in hochwertigen Glas. So, dass für mich das Mirong-Glas wäre die Alternative, hochwertige Produkte herzustellen. Aber so wie ich sage, die Erzeuger wollen am jeden Cent sparen, überall raus und einen Haufen Geld für Werbung ausgeben. 100.000 Euro von Werbung, das Produkt ist dann 0,0. Da entsteht ein Euro Produkt und Werbung 500.000. Und das sind bei anderen Leuten, die halt nicht so viel auf Werbung tun, sondern einfach ein tolles Produkt haben. Und dadurch, durch Familientradition, die Firma Miron ist auch entstanden. Das ist auch noch eine ganz interessante Tabelle, nämlich, auch wenn wir da im Einzelnen nicht drauf eingehen, ganz unten rechts, das Gelbe, ist jeweils das Weißglas und das Linke ist eben das violette Glas. Bei Biophotonen. Und da geht es um die sogenannte Biophotonenanalyse. Was ist eine Biophotonenanalyse? Was sind Biophotonen, warum sind die wichtig? Was? Biophotonen sind ganz kleine Teilchen, die Stoffe enthalten. Und so wie ich sagte, die Biophotonen werden eigentlich durch schlechte Qualität von Dingen zerstört. Und die Biophotonen, das ist ein berühmtes Institut, beschäftigt sich mit diesen Messungen von Biophotonen. Das steht auch vorne drin, die ist seit Jahren. Aber so wie ich sage, die ganze Messung, was in Energie wird, diskreditiert. Es wird auf EsoWatch allerlei für Dinge rumerzählt. Und es gibt einen Arzt, der führt eine Seite, die heißt EsoWatch. Jetzt heißt sie Psiram, wo jeder durch den Kakao gezogen wird.
da wird Dr. Rath durch den Kakao gezogen, da wird Rüdiger Dahlke, jeder wird als weiß was für Heiler, Energetiker. Auch der Herr Popp wahrscheinlich dann. Ja, aber genau, der Herr Popp war ja derjenige, der mit Biophotonen zu tun hat. Genau. Soweit ich es weiß, sind Photonen sind Lichtpartikel, Biophotonen, also lebendige Lichtpartikel. Und wir selbst, unsere Zellen sind, unser Lichtkörper und in unseren Zellen sind Lichtteilchen. Und je nachdem, wie man gut drauf ist oder weniger gut drauf ist, strahlt man nämlich auch mehr. Strahlt man mehr aus. Genau. Ja. Und so wie ich sagte, es ist ja wirklich eine Art Misere, die wir haben, eine gesamtgesellschaftspolitische Misere, dass alles, was alternativ ist, jetzt noch sozusagen mit den letzten Kräften kaputt gemacht werden soll. Egal, ob das ums Bargeld geht, ob es ums TTIP geht, ob es um die Anti-Russland-Sanktionen geht. Wo immer wir hingucken, merken wir, dass unsere Freiheit eingeschränkt werden soll. Deswegen finde ich so doll, lieber Robert, dass du dich da einsetzt, auch auf die Gefahr hin, dass du immer wieder angeschossen wirst. Du bist aber jetzt ja hier als reiner Privatmann. Ich bin jetzt Privatier. Du verkaufst kein Produkt. Das Mirongas wird nicht von Robert Franz hergestellt. Genau. Außerdem, ich habe auch hochgeladen auf Serum und Elsa Watch, habe ich probiert, weil da ist jeder drin, wer du ihn Kakao, habe ich Robert Franz und habe sogar mein Buch hochgeladen. Da ist aber nichts gekommen. Bedeutet, bei Robert Franz können Sie gar nichts sagen. Weil Robert Franz wiedergibt die Realität, die Studien, was, weil sobald er ist, wird er gleich im Serum, ich weiß, angeschwärzt und habe hochgeladen. Mein ganzes Buch auf Serum, habe ich angemeldet. Da habt ihr mein Buch, da nimmt mich auseinander. Es kommt kein Robert Franz. Aber Serum, das ist eine Webseite, die kritisch ist gegen alternative Dinge. Gegen alle Alternativen, die egal, angefangen von Energetiker, von Heiler. Von wem wird die finanziert von einem Arzt, und gemacht? Es ist ein Name, glaube ich, von einem Arzt und der kriegt da die ganze Unterstützung, der bekommt die ganze Information, die ganze Sendung, was da geladen wird, egal ob Religion, was auch immer, jeder wird durch den Kakao gezogen. Ich sage, soll ich denn was über Robert Franz sagen, habe ich hochgeladen, mein ganzes Buch, den ich hochgeladen, es entscheidet kein Robert Franz. Warum? Wahrscheinlich, was Robert Franz was sagt, ist auch da, es sind Studien, es ist belegt, alles. Dein Buch, geht es ja um OPC, genau, um diesen klar, aber, so wie ich sag, das Traubenkernextrakt, diesen sehr guten. Gut, das heißt, in dieser Sendung ist es dir jetzt vor allen Dingen darum mal gegangen zu sagen, es gibt eine besonders hochwertige, qualitätvolle Verpackung für Nahrungsergänzungsmittel, für Kräuter, für Medikamente, nämlich die Violette. Wird das aber nicht genutzt von vielen. Von vielen nicht genutzt, kann ja noch kommen. Es ist etwas, was teurer ist, was du ja, soweit ich weiß, teilweise bei deinen Produkten schon benutzt. Mhm. Beim OPC, ich weiß nicht, ob du es schon... Oder hast du überlegt, ob in der Firma, die ja nicht dir gehört, es genutzt wird oder eher nicht? Weiß ich nicht, aber jedenfalls, das Violett, das ist für mich top. Ja. Und du würdest sagen, man selber sollte schon, wenn man selber Kräuter hat oder Dinge, man sollte sich so ein Glas besorgen. Ja, wenn ich etwas singe oder Salben oder allerlei für Duft, Aromastoffe, da in dem Glas. Mein Salben ist interessant, weil witzigerweise sogar das Vic Vaporub. Das ist ja von einer großen Pharmafirma gemacht, genau, nicht? Was so ein bisschen da die Bronchien helfen soll. Das ist ja in, vielleicht nicht Violett, das nicht ist Violett, ja in der Blauen. In der Blauen, das ist ja in einem blauen Glas. Okay. Eben. Es ist ganz interessant. Wo ich einen Effekt haben will, sind die Stoffe drin. Und darum sage ich, egal ob was ist, die ganzen Leute, was die nutzen, haben Mehrwert gegenüber zu anderen, wo einfach was reingeworfen wird, einfach den Strahlen ausgesetzt sind. Gut, dann haben wir wieder was gelernt, nämlich, dass eine violette Glasverpackung für viele Stoffe sehr günstig ist, dass die Biophotonen da nicht zerstört werden, sondern gestärkt werden, dass sogar manche Medikamente oder manche Lebensmittel besser und länger halten. Man hat gemerkt, dass manche Dinge sehr viel frischer bleiben und über ein halbes Jahr bei diesem Tomatentest frisch bleiben. Wieder ein Hinweis dafür, dass Sie bei sich zu Hause sich überlegen, wie will ich was machen. Wir können Ihnen keine Patentrezepte hier anbieten, sondern wir können Ihnen nur Vorschläge machen, wie Sie sich selber überlegen, wie will ich bei mir das im Leben einrichten. Und glauben Sie nicht, dass Robert Franz oder ich der Meinung wären, man könnte irgendwas hundertprozentig oder vollkommen oder perfekt machen. Das gibt es in diesem Leben nicht. Wir sind auch nur Menschen, ja. Aber man kann probieren, immer wieder wach zu sein, wach zu bleiben. Gibt es ein Schlusswort, was du sagen möchtest gerne bei dieser Sendung? Ja, bei dieser Sendung, so wie ich gesagt habe, wie auch in vielen Sendungen, erstmal gebt euch mit Leuten, wo ihr Vertrauen habt. Und so wie gesagt, hast du gesagt, früher muss halt schauen, dass der Arzt zur Familie gehört. Ich sage immer, für mich
Meine Familie sind 7,5 Milliarden Menschen. Der ganze Planet bin mit jedem Menschen, mit dir genauso verbunden. Und wir müssen uns gewöhnen, nicht im Kleinen zu leben, sondern global zu sehen. Wir sitzen alle im selben Boot und eigentlich die Erde gibt für alle etwas her. Und irgendwann müssen die Leute wissen, dass nur zusammen sie stark sind. Und lasst euch nicht vor Systemen auseinanderzunehmen. Lasst euch keine Verbote erteilen und kämpft für Wohl eurer Mitmenschen. Zusammen sind wir stark. Achten wir auf unser Wohl und das Wohl unserer Mitmenschen. Vielen Dank.